Hallo. Mit den vorherigen Videos zu diesem Kapitel 3 haben wir jetzt die wesentlichen Mechanismen zusammengesucht, um Prozeduren über Prozessgrenzen hinweg aufzurufen, einen Remote Procedure Call zu machen. Wie der Name schon sagt, das ist prozedural gedacht. Sie wissen alle, moderne Programmierung hat seit vielen Jahren das Konzept der Objektorientierung entdeckt. Also ein rein prozeduraler Aufruf ist vielleicht noch nicht ganz das, was wir wollen. In diesem Video schauen wir uns deswegen Beispiele an, wie man von einem Prozeduraufruf zu einem Methodenaufruf kommt. Methodenaufruf, das ist nicht vornehm genug. Wir invoziieren Methoden, also eine Method Invocation macht. Was ist das Ziel dabei? Ich möchte gerne das Objektmodell typischer objektorientierter Programmiersprachen zu einer verteilten Version erweitern. Zu einer Version, bei der Objekte nicht mehr nur in einem einzelnen Adressraum leben können oder müssen, sondern in verschiedenen Adressraumen existieren und ich trotzdem noch in der Lage bin, Methodenaufrufe zwischen diesen Objekten in verschiedenen Adressräumen durchzuführen. Schauen wir uns an, was man zu einem solchen Objektmodell eigentlich braucht. Denken Sie Java, C++, Python, was immer. Das ist nicht sehr spezifisch auf eine spezifische Programmiersprache. Das ist relativ allgemein. Von daher bleiben wir allgemein in der Diskussion. Ich habe natürlich erstmal ein Programm. Was ist ein objektorientiertes Programm? Das ist eigentlich eine Sammlung von Objekten. Jedes Objekt hat ja Daten, Zustand plus Methoden dazu. Und diese Objekte interagieren miteinander, indem sie Methoden bei sich jeweils wechselseitig aufrufen. Okay, was brauchen Sie dazu, damit Sie Methodenaufrufe durchführen können? Sie brauchen Referenzen. Sie müssen auf andere Objekte zeigen können. Ja, damit identifizieren Sie andere Objekte, bei denen Sie dann Methoden aufrufen, Parameter übergeben. Die Parameter können wiederum Referenzen auf Objekte sein. Und dann haben Sie das durchgeführt. Das ist auch Ihre Aktion, nicht? Das ist eigentlich das wesentliche Beispiel einer Aktion, eine Methode bei einem anderen Objekt aufzurufen. Je nach Programmiersprache gibt es dann noch Sonderfälle, Sie können noch Klassenmethoden haben und ähnliches, aber konzentrieren wir uns auf den Kern. Was können Sie noch tun? Was sind noch weitere relevante Methoden? Sie können noch weitere neue Instanzen erzeugen. Sie können noch Objekte erschaffen. Und Sie können natürlich Objekte wieder vernichten oder sie verschwinden von alleine. Also, Aktionen sind Methoden aufrufen, Objekte erschaffen, Objekte zerstören, plus vielleicht noch ein paar Sonderfälle, je nach konkreter Programmiersprache. Um Methoden aufzurufen, müssen Sie wissen, wie Sie diese aufrufen. Dazu gibt es die Vorstellung eines Interfaces. Ein Interface beschreibt Ihnen in einer Signatur, welche Methoden dazugehören. Methodenname, welche Parameter, Anzahl der Parameter, Typen der Parameter, optionale Parameter, verpflichtende Parameter, Defaultwerte für optionale Parameter und so weiter und so weiter. Typischerweise werden Sie ein Interface zur Verfügung stellen, in dem eine Klasse dieses Interface implementiert. Manche Sprachen machen diese Interface-Beschreibungen explizit. C++ in einem Header-File wäre ein Beispiel dafür. Bei manchen ist es nur implizit der Fall. Manche haben ein solches Konzept eines Interfaces, das implementiert werden muss. Möglicherweise implementiert eine Klasse mehrere solche Interfaces. Das finden Sie in anderen Programmiersprachen wieder in dem Sinne gar nicht. Aber diese Idee, es gibt Methoden mit einer Typbeschreibung, mit einer Signatur, die finden Sie eigentlich überall in der einen oder anderen Form. Dann brauchen wir noch zwei weitere Dinge. Wir brauchen noch Exceptions. Das ist nicht per se objektorientiert spezifisch, aber in Objektorientierung doch sehr typisch. Und Sie haben Garbage Collection. Auch das muss nicht unbedingt vorhanden sein. C++ etwa hat kein Garbage Collection per se erstmal vorhanden. Aber auch das kann praktisch und nützlich sein. Garbage Collection wird noch ein paar spannende Herausforderungen stellen, die wir erst in sehr viel späteren Kapiteln lösen können. So, das ist erstmal so das normale, nicht verteilte, lokale Programmiermodell einer objektorientierten Sprache. Wenn ich das jetzt nehme und verteilen möchte, worüber muss ich nachdenken? Naja, tatsächlich ist das eigentlich ganz freundlich für Verteilung. In folgendem Sinne: Objektorientierung sagt ja, dass der Zustand eines Prozesses die Menge der Zustände der einzelnen Objekte sind. Es ist also eigentlich schon dieser Gesamtzustand des Prozesses schön sauber in kleine Häppchen zerlegt. Das ist ja eigentlich gut.
der ist schon zerlegt in Einzelteile. Und wenn er schon zerlegt ist, dann kann ich ihn auch verteilen. Also, diesen Zustand weiter zu verteilen in verschiedene Prozesse, sollte eigentlich gar nicht so schwer sein. Diese einzelnen Objekte sind ja wohl abgekapselt voneinander. Der Zustand eines Objektes ist klar beschrieben. Das ist die Menge der Daten, die zu diesem Zustand gehört. Und dann brauche ich eigentlich nur noch Mechanismen, um Methoden dazwischen aufzurufen. Aber das haben wir, das sind RPCs. Also, eigentlich ist das die Idee, diesen Zustand der einzelnen Objekte als Einheit der Verteilung zu nehmen, ganz naheliegend und eigentlich auch ganz charmant. Und damit haben wir fast schon ein verteiltes Objektmodell zur Hand. Natürlich gibt es da ein paar Erfolgen daraus, ein paar Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Objekte in zwei separaten Adressräumen habe, dann kann ich nicht mehr aus einer Methode von Objekt A direkt die Daten von Objekt B anschauen. Im lokalen Fall könnte ich das. Aber das ist ja sowieso Schmuddelkram, nicht? Das macht man ja ohnehin nicht. Normalerweise als ordentlicher Programmierer denken Sie ja sofort bei sowas an Getter- und Setter-Methoden. Also wenn ich von einem Objekt irgendwas in einem anderen Objekt wissen will, nachschauen will, dann rufe ich eine Get-Methode dazu auf. Und damit habe ich sie wieder auf Methodenaufrufe abgewickelt. Nie in die Daten eines anderen Projektes schauen oder Gott bewahre sie direkt verändern. Das gehört sich nicht. Okay, also das ist eigentlich gar keine so richtige Einschränkung. Das macht man ja ohnehin als ordentlicher Programmierer. Und ich habe auch noch neue Möglichkeiten, Anforderungen, die ich lösen muss. Zum Beispiel kann ich jetzt darüber nachdenken, wenn ich ein Objekt ja schon in einen anderen Adressraum verschieben kann, von A nach B, es ist nicht mehr in A, sondern es ist in B. Es wird vielleicht direkt in B erzeugt. Wissen wir auch noch nicht, wie das geht, aber vielleicht ist es direkt in B erzeugt. Dann kann ich ja vielleicht auch es nicht nur in B, sondern auch in Adressraum C und D erzeugen. Ich kann Replikate des gleichen Objektes vielleicht erschaffen in mehreren Adressräumen, / mehreren Maschinen. Das klingt ganz spannend, nicht? Dann kann ich wieder mir über Fehlertoleranz Gedanken machen. Was passiert, wenn die eine Maschine ausfällt? Dann existieren Replikate des Objektes. Das ist vielleicht eine nützliche Sache, das zu tun an der Stelle. Okay, was brauche ich jetzt also wirklich für ein verteiltes Objektmodell? Eigentlich brauche ich zwei Dinge, nebst einem RPC-Mechanismus. Eigentlich brauche ich zwei Dinge. Ich brauche die Möglichkeit, auf entfernte Objekte zu verweisen. Ich brauche eine Remote Reference, eine Remote Object Reference, die mir nicht nur erlaubt, Objekte im gleichen Adressraum zu referenzieren, sondern auch Objekte in anderen Adressräumen zu referenzieren. Ich werde mir Gedanken machen müssen über sowas wie einen eindeutigen Identifikator einer Objektinstanz in meinem gesamten verteilten System. Innerhalb des gleichen lokalen Adressraums ist das kein Problem. Da stellt sich die Frage zwar auch, ist aber trivial lösbar über Adresse. Die Adresse im logischen Adressraum ist genau dieser eindeutige Identifikator, sodass man das in der lokalen Objektorientierungsdiskussion eigentlich überhaupt nicht thematisiert. Hier, ich brauche den eindeutigen Identifikator, der Objektinstanz 1, Objektinstanz 2 voneinander unterscheidet, auch wenn sie in verschiedenen Adressräumen existieren. So, was muss ich da reinstecken? Naja, jetzt sind wir wieder in der Diskussion zu langen Adressformaten. Adresse, Prozess-ID, Objekt-ID innerhalb des Prozesses. Das sind die typischen Dinge, die ich da aufzählen muss. Und wenn ich das habe, wenn ich diese Dinge irgendwie darstellen kann, dann kann ich wieder eindeutig mein entferntes Objekt referenzieren, darauf verweisen und hoffentlich dort Methoden aufrufen. So, und jetzt kann man noch sagen, naja, Methodenaufruf, will ich denn wirklich alle möglichen Methodenaufrufe entfernt erlauben? Jetzt sind wir in der Effizienz- und Plausibilitätsdiskussion. Sie erinnern sich an ein Video weiter vorne, wo ich handschriftlich Ihnen dieses Beispiel mit einem Binärbaum aufgezeigt habe. Will ich denn wirklich Methoden entfernt aufrufbar machen, die erfordern, dass ein Gigabyte großer Binärbaum kopiert werden müsste? Vielleicht will ich das nicht. Vielleicht will ich als Entwickler einer solchen Anwendung, eines solchen Systems explizit dazu sagen können, ja, das hier hätte ich gerne entfernt aufrufbar.
Aber viele andere Methoden ist einfach nicht sinnvoll, das entfernt aufrufbar zu machen. Der Aufwand, der Kopieraufwand, der Overhead ist einfach zu groß dafür. So dass man hier vielleicht explizite Kontrolle noch einräumen möchte, zu sagen, manche meiner Interfaces-Methoden sind tatsächlich entfernt aufrufbar. Bei manchen möchte ich das einfach nicht. Okay? So, wenn ich das hier habe, habe ich schon sehr viel gewonnen. Und der Rest folgt jetzt eigentlich recht natürlich. Ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich Aktionen in meinem verteilten Objektsystem realisieren. Das heißt insbesondere, ich muss mir über Methodenaufrufe Gedanken machen. Okay, aber wenn ich eine Remote Reference habe, ich also das Objekt identifizieren kann, und wenn ich weiß, dass ein normaler, lokaler Methodenaufruf ja auch nur ein Prozeduraufruf ist, dem ich die Referenz auf das Objekt mitgebe als verborgenen Parameter, dann mache ich doch jetzt genau das Gleiche. Dann mache ich einen Prozeduraufruf. Ich muss die Klasse finden, bei der diese Prozedur, die die Methode realisiert, existiert. Das wird über die IP und Prozess-ID meiner Remote-Referenz geschehen. Bei dieser Klasse werde ich die Prozedur aufrufen und mit der Remote Reference versehen, sodass sie lokal in der Lage ist, von der Prozedur zur Methode zu werden, indem sie die Objektreferenz mit benutzt. Also eigentlich genau die gleiche, die beiden Ideen aus, was ist ein Methodenaufruf aufgesetzt auf Prozeduraufruf und was ist ein Remote-Prozeduraufruf aufgesetzt auf Prozeduraufruf, die beiden Dinge zusammen und ich habe meine Remote Method Invocation. Eigentlich ganz naheliegend. Ich muss mir auch noch Gedanken drüber machen, was mache ich eigentlich mit neuen Objekten? Was passiert bei einem New? Wo wird ein neues Objekt eigentlich instanziiert? Naja, eine naheliegende Idee ist, es passiert das, was immer passiert. Ein neues Objekt wird in dem Prozess instanziert, im Adressraum des Prozesses, der das New ausgelöst hat. Ja, okay, das natürlich möchte ich das auch können. Aber wenn ich nur das kann, dann habe ich kein verteiltes Modell. Dann bin ich nicht in der Lage, aus meinem einen Adressraum auszubrechen. Okay. Also, eine mögliche Idee wäre, vielleicht kann ich bei einem anderen Prozess das Erzeugen eines Objektes anfragen, mir wünschen und erhalte eine Referenz auf dieses solchermaßen erzeugte Objekt zurück. Naja, das riecht jetzt wieder fast nach einem Factory Pattern, nicht? Sie haben etwas, das Ihnen Objekte erzeugen kann. Dabei fragen Sie an, ja, okay, das ist plausibel. Da bekommen Sie Ihre Remote References her. Jetzt brauchen Sie nur noch die Factories. Ja, wie erzeugen Sie eine Factory? Brauchen Sie eine Meta-Factory? Naja, dann sind wir in einer unendlichen Rekursion und erklären eigentlich nichts. Sie müssen also irgendwie Prozesse haben, die laufen, die zumindest eine Factory zur Verfügung stellen und die von sich aus sich selbst bekannt geben können als, hey, ich bin eine Factory, die Folgendes erzeugen kann. Dazu brauchen wir jetzt noch irgendwo etwas, wo Sie solche Referenzen nachgucken können. Wir brauchen noch so eine Registrierungsstelle. Okay, da kommen wir nochmal drauf zurück, das schauen wir uns in einem Beispiel gleich an. Behalten wir das im Hinterkopf. Wir brauchen noch die Möglichkeit, obwohl wir noch keine Remote Reference kennen auf ein anderes Objekt, uns eine solche zu beschaffen. Und ab da können wir alles bootstrappen. Ne? Dann ist das eine Referenz auf eine Factory, die erzeugt uns Objekte und so weiter. Das ist dann relativ klar. Wir müssen diesen Bootstrap-Prozess hinkriegen, sodass ich von nichts wissend heraus an solche Factories oder ähnliche Klassen und Objekte davon herankomme. Gut, offene Frage, behalten wir auf dem Zettelchen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Exceptions. Naja, gut, Exceptions sind auch nur Objekte, ne? Sind auch nur Objekte bestimmter Klassen. Also die kann ich, wenn ich normale Objekte transportieren kann, dann kann ich auch Exceptions transportieren. Die Frage ist, kommt durch die Tatsache der Verteiltheit meines Programms, kommen neue Exceptions dazu? Und das ist jetzt wieder so eine Entwurfsdiskussion, nicht? Was machen Sie dem Programmierer sichtbar? Soll der sehen, dass es ein verteiltes Programm ist und sich der Tatsache bewusst sein, dass Dinge schiefgehen können, die im lokalen Fall nicht schiefgehen können, Stichwort Fate Sharing, dann ist es plausibel, hier separate Exceptions einzuführen und diese Exceptions auch herauszuheben, denen vielleicht gewisse Rollen zuzuweisen, die sie
die Sie hier unterstützen müssen. Das werden wir im JAMA-RMI-Beispiel gleich genauer sehen. Aber ansonsten, mein Gott, wenn Sie da eine Division by Zero Exception haben, ob die jetzt lokal oder entfernt passiert, das macht keinen großen Unterschied. Und zu guter Letzt, naja, die verteilte Garbage Collection. Garbage Collection ist ja klar, ne? Sie versuchen rauszukriegen, ob es auf ein Objekt noch Referenzen gibt. Lokal schwierig genug, verteilt, ja, jetzt haben Sie Ihre Objektreferenzen durch die Gegend gereicht. Das heißt, das können Sie lokal gar nicht mehr entscheiden. Möglicherweise gibt es lokal innerhalb Ihres Prozesses und Adressraums keine Referenz mehr auf ein bestimmtes Objekt. Aber das heißt noch lange nicht, dass Sie das jetzt dem Garbage Collector vor die Füße werfen können und das vernichten dürfen. Es könnte ja in anderen Prozessen, in anderen Adressräumen noch Referenzen darauf geben. Und selbst wenn Sie wissen, angenommen, Sie könnten die Zeit anhalten, angenommen, Sie wüssten, zu dem Zeitpunkt T0 gibt es sicher in keinem beteiligten Prozess eine Referenz auf Objekt X. Dürfen Sie Objekt X jetzt vernichten durch den Garbage Collector? Natürlich nicht. Es könnte ja sein, dass eine Referenz noch von Prozess 1 abgeschickt wurde, sich in einem Netzpaket befindet, aber bei Prozess 2 noch nicht angekommen ist. Sodass zu T0 tatsächlich niemand eine Referenz darauf besitzt. Das heißt aber nicht, dass es keine Referenz gibt. Es gibt sie, sie ist nur gerade unterwegs. Das ist eine knifflige Frage. Dazu brauchen wir noch eine schlaue algorithmische Idee. Wie gesagt, das machen wir später. Wie kriegen wir heraus, dass es keine Referenz mehr gibt, auch keine Referenz, die irgendwo unterwegs ist? Wie können wir das verlässlich sicherstellen? Kann man lösen, machen wir in einem späteren Kapitel. Okay, aber dann haben wir eigentlich alle Ingredienzien zusammen, nicht? Dann haben wir alle Zutaten, die Sie brauchen, um ein schönes Objektmodell zusammenzurühren. Ja, worüber müssen wir uns jetzt noch Gedanken machen? Naja, Aufrufsemantik. Aber das ist eigentlich klar, ne? Das ist mit der Diskussion über RPC eigentlich klar. Es ist genau die gleichen Dinge. Eigentlich wollen Sie exactly once Aufrufe für Ihre Method Invocations haben. Genau wie Prozeduraufrufe kann man das nicht sicherstellen. Sie müssen genau die gleichen Dinge tun. Sie müssen Requests und Replies möglicherweise mit Timeouts versehen und so weiter. Sie müssen Duplikate filtern. Sie brauchen möglicherweise ein Reply-Cache, um eine History für gesendete Antworten aufzubewahren und so weiter. Alles genau das Gleiche. Wir haben genau das gleiche Problem mit den Semantiken, die wir sicherstellen können. Eine Maybe-Semantik, vielleicht führt der Aufruf zur Ausführung, naja, das ist einfach. At least once oder at most once sind schon schwierig, aber machbar unter plausiblen Annahmen. Exactly once, wie gesagt, nicht möglich ohne starke Zusatzannahmen, die hart an den Grenzen der Realität schrammen und sie eigentlich verletzen. Okay, ansonsten ist aber die Protokollimplementierung dann letztlich sehr, sehr ähnlich. Sie brauchen wieder eine Middleware mit den ganzen zusätzlichen Dingen, die wir uns für eine RPC-Middleware schon alles überlegt haben, was wir da alles tun müssen. Und wir brauchen halt noch die Vorstellung, Objektreferenzen durch die Gegend reichen zu können. Aber das ist nicht anders als die langen Adressformate, die wir uns schon überlegt haben. So, bis auf eine Frage ist noch offen geblieben. Das ist das, was wir vorhin auf dem Zettelchen geschrieben haben. Wie bekomme ich denn jetzt eigentlich so eine Objektreferenz in irgendeinem anderen Adressraum zu anfangen? Wie bootstrappe ich das, ohne darauf beschränkt zu sein, zwar Remote-Referenzen zu haben, die ich aber nur in meinem lokalen Adressraum benutze, weil ich ja nirgends ein anderes Objekt herbekomme, weil ich es nirgends sonst erzeugen kann. Dazu brauchen wir etwas, was sozusagen außerhalb des Modells steht, was uns aber dieses Bootstrapping ermöglicht. Und das gucken wir uns gleich an einem Beispiel an, nämlich die Registry von Java RMI. Sehr gut. So, lassen Sie uns das tatsächlich tun. Lassen Sie uns direkt noch die Beispiele uns anschauen hier. Und das wichtige und auch etwas längere Beispiel ist jetzt Java RMI. Das naheliegende Ziel hier ist, Javas Objektmodell zu einem verteilten Modell zu erweitern. Hätte man jetzt nicht erwartet, wenn das Ding Java RMI heißt, ne? Dabei sind ein paar Entwurfsentscheidungen getroffen worden.
eine wichtige Entscheidung ist, Transparenz ist schön und gut, aber wir übertreiben es nicht. Wir gestehen den Fakt ein, dass ein verteiltes Modell nicht 1:1 ein lokales Modell nachbauen und replizieren kann. Wir sagen also, Caller und Callee müssen sich dessen bewusst sein, dass es sich um eine Remote Relationship handelt. Schlägt sich nieder, dass ein Aufrufer mit einer gewissen Klasse von Exceptions umgehen können muss, nämlich Remote Exceptions. Ich führe eine zusätzliche Subklasse von Exceptions ein, Remote Exceptions, die alle diese seltsamen Fehlerfälle der verteilten Ausführung darstellen sollen. Zum Beispiel, lieber Aufrufer, deine aufgerufene Methode ist nicht verfügbar, weil der Server abgestürzt ist. Und ich finde diesen Server nicht mehr. Denk dir was aus, was du damit tust. Der Aufgerufene muss das sogenannte Remote Interface implementieren, das unter anderem dafür sorgt, dass diese Remote Exceptions entstehen und geworfen werden können. Und die Parameter-Übergabesemantik unterscheidet sich etwas zwischen lokalen und entfernten Aufrufen. Es ist auch vereinfacht oder eine weniger anspruchsvolle Aufgabe, alldieweil es sich um ein Single Language Design handelt. Java RME ist nur dazu da, zwischen Java-Programmen oder Prozessen zu vermitteln. Es hat nicht den Anspruch, interoperabel mit anderen Sprachen zu sein. Entsprechend oder als Konsequenz daraus gibt es keine separate Interface Definition Language. Java ist seine eigene Interface Definition Language für Java RME, weil ich ja in Java selbst genügend Semantik in meine Signaturen der Methoden schreibe, um genau das hier möglich zu machen. Okay, es gibt ein paar nette Eigenschaften dieses Java RMIs. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie irgendwo anders ein Objekt erzeugen, von Adressraum A erzeugen Sie in Adressraum B ein Objekt der Klasse X. Naja, dazu braucht Adressraum B ja den Code für Klasse X, für den Konstruktor, für die Methoden hinterher. Was ist, wenn in diesem Adressraum B dieser Code nicht vorhanden ist? Kein Problem, dann kann dieser Code nachgeladen werden. Dann kann Adressraum B, also die Java Virtual Machine, die Adressraum B betreut, realisiert, kann den entsprechenden Code, die entsprechenden Class-Files dynamisch laden und in den Prozess von B einklinken und einbinden, sodass sie das zur Verfügung stellen können. Und es gibt die eben schon kurz angedeutete RMI-Registry. Kommt sofort. Machen wir erst kurz noch Remote Interfaces. Dieses Remote Interface ist ein Interface wie viele andere, kommt aus dem Java RMI-Package und Methoden hier drin müssen die Remote Exception werfen und sie können innerhalb dieses Interfaces können Sie Remote Object References als Parameter entgegennehmen. Normales Interface kann das erstmal nicht. So, das bedeutet, wenn Sie jetzt Parameter und Resultate hier durch die Gegend reichen wollen, naja, jetzt können Sie ja Objekte hin und her reichen. Können Sie das mit beliebigen machen? Was bedeutet denn das? Wenn Sie ein Objekt übergeben wollen in einen anderen Adressraum, dann wird es ja im allgemeinen Fall zu einer Übertragung über Netz führen. Naja, so ein Objekt kann eine komplizierte Speichergestalt haben. Jetzt könnten Sie versuchen, irgendwie ein 1:1 Speicherabbild zu machen und das in dem anderen Adressraum wieder zu erzeugen. Könnte man überlegen, das ist ja ein Single Language Design. Aber was hier unterstellt wird, ist, wir benutzen etwas, was wir ja sowieso schon haben, um Objekte auf Platte zu schreiben und ähnliches. Ein Objekt wird serialisiert. Also ein Marshalling durch Serialisierung wird vorgenommen. Was bedeutet, dass ein Objekt, das ich übergeben will als Parameter oder als Resultat, dessen Klasse muss das Serializable Interface implementieren und Methoden zur Verfügung stellen, wie ich eine Serialisierung durchführe. Ja, und wie schon gesagt, fehlende Klassen werden gegebenenfalls heruntergeladen und in den neuen Adressraum eingeklinkt. Remote References kann ich zwischen diesen Remote Interfaces hin und her reichen und dort dann auch diese Remote Invocations durchführen. Diese Referenzen werden als By Value übergeben. Die sind ja nicht so groß und ich
würde ja auch wieder in einen endlosen Regress landen, wenn ich Referenzen als Referenzen übergeben wollte. Das würde ja nichts erklären. Objekte, die nicht remote sind, werden serialisiert, kopiert und Copy-by-Value-Semantik erzeugt. Objekte, die remote sind, werden nicht notwendigerweise serialisiert, sondern stellen Methodenaufrufe zur Verfügung. Es wird also nur die Referenz übergeben. Ein Methodenaufruf führt zu einem Call zurück in möglicherweise den ursprünglichen Adressraum. Genau. Ja, ich denke, das ist soweit plausibel. Lassen Sie uns noch über die Registry reden. Die ist ja eigentlich ganz spannend, nicht? Das ist unser Münchhausen-System. Damit kommen wir jetzt tatsächlich aus dem Sumpf heraus. Ich brauche eine Möglichkeit, Remote References zu beschaffen für Dinge, die ich noch nicht kenne. Die Idee ist, jeder Prozess, der an einem solchen verteilten System teilnehmen möchte, kann sich bei dieser RME Registry anmelden und sagen, ich stelle folgende Klassen zur Verfügung, bei denen entfernte Aufrufe durchgeführt werden. Ich brauche dazu eine Instanz dieser RME Registry und ja, die muss ich irgendwo erkennen, ne? Das kommt so External Magic dabei. Es passieren keine Wunder. Was dieses Ding dann tatsächlich tut, ist eigentlich was ganz Banales. Es ist eigentlich nur eine Tabelle. Es ist eigentlich nur eine Tabelle, die eine Textbeschreibung einer Klasse bzw. eines Objektes auf die entsprechende Remote Reference abbildet. Insbesondere Objektbeschreibung wird auf eine Remote Reference abgebildet. Wo kommen Einträge her? Naja, Sie müssen sich als Prozess, der einen Eintrag machen möchte oder ihn nachschlagen möchte, bei dieser Registry angemeldet haben. Dazu brauchen Sie IP und Portnummer der Registry. Wie gesagt, das ist External Magic. Da kommt irgendwo Konfigurationswissen her. Nachdem Sie das haben, haben Sie Zugriff auf diese Registry über diese Naming-Klasse, die wes im Wesentlichen drei Methoden zur Verfügung, eigentlich im Wesentlichen nur zwei Methoden zur Verfügung stellt. Das ist einmal Bind. Das sagt, lege einen Eintrag in die Tabelle. Irgendeine Textbeschreibung und das entsprechende Objekt. Bei dem Bind ist es noch ein lokales Objekt. Ich als Prozess, der etwas in die Registry eintragen möchte, habe ja eine lokale Referenz auf das Objekt. Es ist mein lokal erzeugtes Objekt. Diese lokale Referenz übergebe ich an die Registry, die dadurch und dadurch wird diese lokale Referenz zu einer Remote Reference. Damit ist mein lokales Objekt jetzt entfernt erreichbar geworden. Es ist erreichbar geworden, wird aber noch nicht erreicht. Ich brauche noch ein Lookup. Ich brauche noch ein Lookup, sodass ich sagen kann, naja, gib mir doch mal so eine liebe Registry, gib mir mal eine Remote Reference für folgende textuelle Beschreibung. Und dann bekommen Sie das entsprechend zurück und damit haben wir unser Münchhausen-Problem gelöst. Haben wir gelöst, wenn, wie gesagt, diese External Magic bereitgestellt ist, indem wir IP-Adresse, Portnummer, was auch immer, für alle teilnehmenden Prozesse kennen. Und Sie brauchen die Prozesse. Sie können nicht von außen einen Prozess starten, der sich dann wieder starten soll, zumindest nicht ohne Hilfe des Betriebssystems. Sie müssen dann auf Betriebssystemebene greifen, dort woanders einen Prozess starten lassen, der dann wieder diese Registrierung durchnehmen kann, vornimmt und vornehmen kann. Okay, sehr schön. Vielleicht noch zum Schluss hier ein Bildchen dazu. Das wäre so der übliche Ablauf. Sie haben Ihre Registry. Die muss auch schon als Prozess irgendwo laufen. Und Sie haben vielleicht hier einen möglichen später als Callee agierenden Prozess. Der wird ein Register durchführen und seine hier schon existierenden Objekte binden an Einträge in der Registry. Ein möglicher Caller wird hier eine Referenz nachschlagen wollen, eine Remote Reference, zum Beispiel die für dieses hier existierende Objekt. Wird eine Referenz nachschlagen wollen bei der Registry, wird diese Referenz erhalten. Was er jetzt bräuchte, wäre ja ein Stub, wäre ja Methoden zum Marshalling, um Parameter an dieses Ding zu übertragen und so weiter. Die hat er ja nicht. Wir brauchen einen Stub als Stellvertreter des aufzurufenden Objektes. Wir brauchen eine reduzierte, kondensierte Variante dieser Klasse.
Wir brauchen einen Stub dafür. Naja, den haben wir hier nicht zur Hand, das wissen wir ja nicht. Aber wer kennt den? Der Callee, sein Adressraum. Konkreter, Sie können das Skeleton danach fragen, das passiert wieder sozusagen hinter den Kulissen. Sie können das Skeleton danach fragen, gib mir doch mal den Code für diesen Stub, gib mir mal das Class-File. Sie erhalten den Stub, instanzieren den, binden die entsprechende Klasse in Ihrem Adressraum ein und jetzt können Sie hier als Caller tatsächlich einen Aufruf machen bei dem Stub-Objekt, das Sie gerade erschaffen haben als lokales Objekt. Dem übergeben Sie die Remote Reference. Das führt und jetzt als ganz normalen RPC beim Skeleton den Aufruf auf. Skeleton ruft dieses entfernte Objekt auf und die Resultate kommen entsprechend zurück. Okay? Das ist so die grobe Idee des Java RMIs. Dazu würde ich Sie wieder sehr ermuntern. Schauen Sie sich nochmal ein Tutorial an. Machen Sie ein Beispielprogramm. Machen Sie ein kleines Mini-Beispielprogramm von irgendeiner Klasse, die 2 plus 2 addiert oder zwei Integers zusammenzählt und als Ergebnis zurückschickt. Kommt nicht drauf an, ist nicht der spannende Punkt, nur um zu sehen, wie diese einzelnen Mechanismen ineinander greifen. Okay, so zum Schluss noch zwei kleinere Beispiele. Zero RPC, der Name deutet es schon an, das ist ein Pun auf Zero MQ, was wir uns schon mal angeguckt haben. Es behauptet von sich selbst, eine einfache, schlanke RPC und RMI. Es ist sogar eine Library und nicht eine Library. Eine Library zu sein, die viele der schönen Eigenschaften von ZeroMQ und MessagePack in die Python-Welt transportiert. Es gibt ein sehr hübsches Streaming-Interface dazu, dass sie Streaming-Responses ähnlich zu Generatoren haben. Und es hat so die wesentlichen Mechanismen, Heartbeating, Timeouts und so weiter, Failure Recovery, ebenfalls mit eingebaut. Alles das, was wir von einer Middleware erwartet haben. Als kleines Beispiel, auch da schauen Sie sich bitte die Original-Doku an. Wirklich nette kleine Bibliothek, gut zu benutzen, einfach zu benutzen. Wenn Sie sich das Beispiel angucken, ein Callee hier kann eine entsprechende Klasse realisieren, registriert sich bei einem entsprechenden Zero-RPC-Server mit einem entsprechenden Objekt, ne, Klassenname. Hier wird das Objekt erzeugt, Konstruktor. Sie binden dieses Objekt hier an einen entsprechenden Zero-RPC-Server, Typ per Default auf Port 4242. Und dann lassen Sie dieses Objekt hier loslaufen. Loslaufen heißt hier fast so eine Art Event-Loop. Ne? Es ist, der Skeleton wartet auf entsprechende Aufrufe. Beim Client machen Sie im Prinzip das Gleiche. Sie erschaffen sich einen Client. Beim Client gucken Sie noch nach die Klasse Hello. Es ist ein lokaler Aufruf. Ne? Sie können hier einen lokalen Aufruf machen und übergeben noch den String RPC, den Sie ja hier wieder zurückbekommen werden. Nebenbei, Sie sehen messerscharf, das ist ein veraltetes Beispiel. Das ist noch Python 2. Streaming ist ganz putzig. Sie haben hier noch einen Dekorator, der Ihnen sagt, dass diese Methode im Streaming-Sinne aufgerufen werden kann. Und auf der kleinen Seite sieht das dann so aus, dass Sie hier über einen Generator hinweg laufen können und hier aus diesem Streaming-Range Ihre Werte entsprechend entnehmen können. Also eigentlich sehr, sehr nett, sehr schön in die Sprache integriert, ohne dass es großartig auffällt, dass Sie hier mit entfernten Objekten zu tun haben. Was es dazu noch so an Informationen sonst gibt, das ist ein Wiring Layer, der auf ZeroMQ aufsetzt, Message Pack für die Serialisierung benutzt. Sie haben noch einen Event Layer mit Heartbeating, das Multiplexing der verschiedenen einzelnen angebotenen Callee-Objekte realisiert, sich um Congestion Control kümmert und so weiter und so weiter. Und das eigentliche RPC obendrauf, Request Responses und Fehlerbehandlung hier erledigt. Ja, Sie merken, ich mag das. Ich finde das schön. Es ist ein schöner, kleiner, kompakter Entwurf, ohne zu sehr in die Philosophie abzudriften. Thrift wäre noch so ein Beispiel, das man mal gehört haben muss. Es ist Java-basiert. Gucken Sie sich selber an. Ich hatte mit mir gerungen, hierzu Folien zur Verfügung zu stellen und noch zu machen, aber es schien mir dann doch
Es schien mir den Aufwand ehrlich gesagt nicht wert, was die Zeit hier angeht, um hier noch so einen signifikanten Lerneffekt zu erzielen. Sehr gut. Damit haben wir RMI als Konzept wie auch als Beispiel abgeschlossen. Das ist ein deutlicher Fortschritt, denke ich. Was jetzt noch zu tun ist in den folgenden Kapiteln, ist, wir müssen uns in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels, wir müssen uns noch über Webservices unterhalten und uns anschauen, wie man das in moderner Art und Weise tut. Bis dahin zunächst mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.